Jetzt ein bisschen tanzen, oder? Hallo, mein Name ist Bela B. Und noch längst kein Schlaf in Sicht. Ich bin zum Denken hier, starte in mein Bier. Doch reden will ich nicht. Und ich heiße euch willkommen auf der DVD, der Boombox. Und ich möchte euch hiermit auffordern, mich auf meiner Tour zu besuchen. Bela B, Ilos Helmstedt. Den ganzen September über bin ich in dieser Republik unterwegs und komme wirklich ins letzte Nest, um euch davon zu überzeugen, dass Las Vegas auch in Deutschland möglich ist. Und ich sag ihm, ist es, du machst hier einen Fehler. Zweitens, für dich immer noch Bela. Drittens, ich trinke nicht mit jedem. Viertens, ich will nicht mit dir reden. Was gefällt dir denn von den ganzen Bela B's Seiten am besten? Mir selber, an mir. Dass ich immer noch so gut aussehe und so entspannt bin. Nee, also der Musiker, klar, der Musiker ist schon die Nummer eins gewesen in meinem Leben immer und ist es jetzt auch. Es war in den letzten Jahren ein Kampf, da wieder zurückzufinden zu dem Musiker, den ich mag und von dem ich auch Fan bin. Und Bingo ist das direkte Ergebnis, mein Album ist das direkte Ergebnis und die Show dann heute Abend ist dann auch das direkte Ergebnis der letzten 20 Jahre und speziell der letzten Jahre, wo ich halt wieder auf der Suche nach mir war. Ehrlichkeit irritiert ihn und ich zieh mich zurück. Da plötzlich sehe ich sie, die Frau zum Niederknien und ich versuch mein Glück. Ja, wir haben viele Twang-Gitarren und wir haben viele Sachen so aus dieser 60s-Ära, wo Popmusik noch nicht Popmusik war, sondern es war, ich weiß auch nicht, also heute sagt man so verklärt, rückblickend Exotica oder so nennt man dazu. Man findet das, diese Musik auf so Samplern. Einer der größten Komponisten und Produzenten dieser Zeit war Lee Hazelwood, der auf meiner Platte auch mit mir singt. Und das war so ein bestimmter Glam, der halt in so Songs drin war, der halt diese Musik von damals halt einfach anders gemacht hat. Und es ist halt im weitesten Sinne 60s orientiert, aber halt ja, nicht die 60s, wenn man an 60s denkt, denkt man immer an die Rolling Stones und die Beatles und sowas und das ist halt nicht. Hey, komm doch mal näher. Denn erstens, hi, ich bin der Bela. Zweitens, ich mag Charlotte Rose. Drittens, ich bin keiner von den Blöden. Viertens, auf Rose schreibt sich nur Rose. Stimmt schon, dass ich da einige Sachen von mir offenbare auf der Platte, die möglicherweise, die man dann, weiß nicht, kann man sagen, Mann, Alter, bist du aber naiv oder denkst du naiv oder irgendwie, was soll denn das jetzt, was ist denn das, was erzählst du da jetzt für einen Quatsch und sowas, aber das bin nun mal ich und da stehe ich zu und ich meine, auf der einen Seite gehe ich nicht mit meinem Privatleben hausieren nach außen, das muss ich dann zum Glück nicht, weil ich als Künstler halt eine Ausdrucksform habe irgendwie und dann halt in meinen Texten halt so agieren kann und das ist natürlich auch der große Unterschied zwischen den Ärzten und meiner Soloplatte, dass ich halt weitgehend auf Ironie auf meiner Platte verzichtet habe, auf dieses Schwert, das mich immer schützt vor Farin Urlaub. Erstens, hey, ich komm gleich wieder. Zweitens, hol ihn schon mal rüber. Drittens, bitte nicht falsch verstehen. Viertens, das sieht nur so aus, als würde ich gehen. Das sieht nur so aus, als würde ich. Du bist ja neben Karl Knapp von Trio einer der ganz großen deutschen Standschlagzeuger, muss man ja ganz sagen, wenn nicht sogar der aktiv größte. Ist das immer so ein Wunsch eines Schlagzeugers, nach vorne zu gehen mit der Gitarre und zu singen? Naja, das war schon, naja gut, das war damals also so, dass wir, das hat mit Trio gar nichts zu tun, dass ich schon immer auch Ansagen gemacht habe und Songs geschrieben habe bei den Ärzten gleich in der Anfangsphase. Und dass das immer ein bisschen doof war, die Leute immer gedacht haben, was kommt denn da von hinten für ein Gemurmel? Und so bin ich dann halt irgendwann durch die Stray Cats, durch Slim Jim Phantom darauf gekommen, halt irgendwann im Stehen zu spielen. Also, und deshalb habe ich dann gedacht, okay, und dann hab das geübt. Und ich stehe halt seit über 20 Jahren hinterm Schlagzeug und spiele das und das ist halt so ein Markenzeichen geworden. Das sieht so aus, als würde ich gehen. Ich bin weg. Und jetzt kommt noch ein Lied. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss, Leute! Tschüss, Rock am Ring!